Ja, herzlich willkommen zum zweiten Screencast. Erstmal vielen herzlichen Dank für das viele Feedback, was ich nach dem letzten erhalten habe, via Mail, Kommentare, Twitter und was sonst nicht noch alles. Was wir diesmal machen wollen, machen wir allerdings in zwei Teilen. Es ist schon zu sehen, wir wollen dieses KDE-Logo zeichnen. Das entsprechende Tutorial dazu findet ihr auf meinem Blog. Die Schriftart, die wir benötigen, können wir bei KDE herunterladen. Das ist diese hier. Nachdem ihr sie installiert habt, können wir mit unserem Tutorial beginnen. Als erstes zeichnen wir uns mit dem Werkzeug Kreise, Ellipsen und Bogen erstellen einen Kreis. Und der sollte hier oben eine Größe von 109 mal 109 bekommen. Als nächstes brauchen wir ein Rechteck. Hier brauchen wir bloß eine bestimmte Breite, nämlich die Breite von 16 Pixeln. Das dient uns nur als Anhaltspunkt. Das ist einfacher als Linien setzen und die Lineale zu benutzen. Das duplizieren wollen wir gleich. Da brauchen wir es nicht nochmal neu setzen. Versetzen das einfach nach unten und geben dem eine andere Breite, nämlich die von 29. Und die Höhe ist 25. So, dann drücken wir die Shift-Taste, selektieren das zweite Viereck dazu noch, benutzen hier oben das Werkzeug Objekte ausrichten, zentrieren beide auf einen gemeinsamen Punkt, selektieren das obere, setzen es ein klein wenig näher ran, dass wir das besser sehen. Jetzt gehen wir mit der Plus-Taste noch näher ran. Wer will, kann sich jetzt Hilfslinien setzen. Ich brauche das nicht. Dann selektieren wir das untere Viereck, wandeln es in einen Pfad um und versetzen die Knoten. Was ist das? Was sind das für Knoten? Das andere Viereck können wir dann auch löschen. Das wären unsere Zähne. Als erstes duplizieren wir das. Ups. Duplizieren wir das mal. Das eine drehen wir hier mit diesen Werkzeugen einmal nach links, das andere einmal nach rechts. Und dann setzen wir sie erstmal in die Nähe unseres Kreises. Gehen wieder ein kleines bisschen näher ran, dass wir das mehr sehen. So, setzen die jetzt so ran. Ups. Auch hier benutzen wir wieder das Ordnungswerkzeug. Zentrieren Sie diesmal horizontal. Das machen wir immer noch gesamt. So. Da wir das jetzt haben und die Zähne an unserem Zahnrad exakt sitzen, selektieren wir wieder beide Zähne und jetzt können wir sie mit Steuerung Plus zu einem Objekt vereinigen, machen mit Steuerung D ein Duplikat davon, drehen das um 90 Grad, haben gleich das zweite,
machen davon wieder ein Duplikat. Drehen das entsprechend, dass es auf der Hälfte sitzt. Machen davon wieder ein Duplikat. Das jetzt? Ja, werden wir sehen. Und drehen das einmal horizontal um. Und schon hätten wir alle Zähne an unserem Zahnrad. Einmal großen Rahmen drum ziehen, mit Steuerung plus zu einem Objekt vereinigen. Jetzt müssen wir noch das Loch aus dem Zahnrad herausfräsen. Dafür zeichnen wir uns wieder einen Kreis. Auch der muss eine gewisse Größe haben, nämlich hier von 89 mal 89. So, den färben wir einfach mal, dass wir den sehen. Okay. Den setzen wir erstmal grob dahin. Selektieren wieder beide. Nehmen wieder das Werkzeug. Einmal horizontal und einmal vertikal zentrieren. Damit sitzt er genau in der Mitte. Warum ich das deselektiert habe. Und dann können wir über Pfaddifferenz oder Steuerung plus minus das ausfräsen, sage ich jetzt mal. So, damit hätten wir eigentlich unser Zahnrad schon fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist unser K. Wir nehmen das Schriftwerkzeug, schreiben einfach ein großes K, stellen die entsprechend vorhin installierte Schriftart Cable ein. Die Größe ist 138 Pixel. Macht er das nicht? Doof oder was? Okay, dann hätten wir unser K. Auch das müssen wir hier noch rausfräsen. Dafür brauchen wir allerdings davon ein Duplikat. Das Duplikat schieben wir uns beiseite. Dann wandeln wir eins von den beiden Ks in eine Pfad um und erweitern den Pfad, und zwar zweimal. So, jetzt brauchen wir das K bloß noch dementsprechend auf unser Zahnrad zu positionieren. Die Position ist etwa so, dass hier diese Kante ein klein wenig hier drüber rausragen muss, weil das andere K schließt dann exakt hier mit dem Ende des Zahnrades ab. Und hier aus diesem Zahn muss ein kleines Stückchen herausgefräst sein. So, dann selektieren wir wieder beide. Steuerung minus. Und schon wäre es rausgefräst. Es bleibt noch ein bisschen was übrig. Dafür gehen wir einfach halt auf Knoten bearbeiten. Und hier löschen wir einfach, indem wir einen Rahmen ziehen und entfernen drücken, die entsprechenden Knoten. Jetzt brauchen wir dieses K bloß noch hier positionieren und schon wäre unser KDE-Logo fertig. So, weiter geht es dann im nächsten Screencast mit der Fläche, wo das K drauf ist. Also bis dahin, der wird in den nächsten Tagen erscheinen.